heute startet ein Animationsfilm in den deutschen Kinos, der gleichzeitig auch eine deutsche Produktion ist. Und damit geht es hier jetzt um Happy Family. Bei Familie Wünschmann läuft es einfach nicht. Die Arbeit von Mutter Emma bringt kein Geld ein, Vater Frank ist überarbeitet und leidet unter Blähungen, die durch Stress hervorgerufen werden. Sohn Max wird in der Schule gehänselt und Tochter Fee steckt mitten in der Pubertät und kann kaum mit ihren Gefühlen umgehen. Ein Missverständnis mit Graf Dracula führt zur plötzlichen Bekanntschaft mit der Hexe Baba Yaga und einem Verwandlungsfluch gegen Familie Wünschmann. Als Vampirin, Frankenstein, Mumie und Werwolf müssen sie herausfinden, wie sie diesen wieder rückgängig machen können, und eine Jagd nach Hexe Baba Yaga rund um den Erdball nimmt seinen Lauf. Mann, ich will aber nicht, dass der Fluch rückgängig gemacht wird. Wer gefürchtet wird, ist sehr, sehr einsam. In welchem Glückskeks hast du das denn gelesen? Du entscheidest dich für das Unglück? Sie ist schlecht gesser. Sie sehen ein bisschen kränklich aus. Nur wenn glückliche Familie sind, nur dann sich wieder zurückverwandeln. Reinziehen! Ich sehe aus wie 3000 Jahre altes Gammelfleisch und Papa ist ein furzender Riesendepp. Happy Family geht 93 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und startet ab heute, dem 24. August 2017, in den deutschen Kinos und ist ein Animationsfilm, der sich wie oft in einem starken Genre wiederfindet. Seien es die großen Schmieden, und ich liebe ja Animationsfilme und sag immer wieder, dass Illumination und Pixar und Disney dort einfach immer so das Maß aller Dinge sind, was die Qualität angeht. Kombiniert mit beispielsweise auch einem Studio Ghibli oder auch Laika sind es oft andere Studios, die da so ein bisschen nachhinken, und das merkt man einmal mehr bei Happy Family. Ein Animationsfilm, dessen Geschichte sehr vorhersehbar ist, dessen Gags fast nie wirklich sitzen und vor allem eher für die ganz Kleinen konzipiert sind und vor allem ein Film geworden ist, der in vielen Momenten zwar beeindrucken kann, dass man denkt, okay, für einen deutschen Animationsfilm sieht das richtig gut aus, aber das ist nun mal nicht unbedingt das, was den Kinozuschauer interessiert, sondern sie wollen im Genre einfach überzeugt werden, und da reicht es auch rein technisch in vielen Momenten einfach nicht aus, wenn man sich das anschaut auf der großen Leinwand. Soll bedeuten, ich als Animationsfilm-Liebhaber, aber muss ganz ehrlich sagen, Happy Family hat sowohl technisch als auch erzählerische Schwächen, und das ist am Ende dann eben auch kritisch bei der Punktewertung. Aber gehen wir kurz über die einzelnen Dinge drüber. Schauspielerisch, das heißt ja auf das Gesprochene, der Synchro, sind wir in Deutschland eigentlich immer gut bestückt. Das hört sich gut an, vom Klangumfang, Volumen, auch die Stimmen wirken irgendwie nicht amateurhaft, die in Happy Family für die einzelnen Figuren verwendet werden. Auch Bekannte, wie beispielsweise ein Harpe Kerkeling dabei, muss ich sagen, das ist ordentlich, das ist man auch hierzulande gewohnt. Das funktioniert an dieser Stelle, aber die Kameraarbeit und der Grundlook von Happy Family findet sich dann schon eher am unteren Level wieder. Insgesamt für eine deutsche Produktion zwar beachtlich, aber alleine die Feinheit von einzelnen Animationen, wie zum Beispiel dem Werwolf, wo wir ja gerade sehen, dass er sehr viel Fell hat, sehen wir in anderen Filmen im Jahr 2017 oft schon viel filigraner, oder beispielsweise Pets wäre da ein wunderbares Beispiel und Kontrast, um sich das anzugucken. Da merkt man einfach, man hat das Gefühl, da ist man einfach noch nicht so weit, auf dieser Ebene arbeiten zu können. Aber klar, das zugrunde liegende Budget wird eben auch nicht ganz so stark sein. Also rein technisch das Ganze hier zwar irgendwo so in diesem Monster-Feeling gehalten, und das Setting begibt sich rund um den Erdball zwischen New York und London bis hin in die Wüste und gibt deswegen viele Möglichkeiten mit diesen Monstern und Schrägstrich auch historischen Figuren und gleichzeitig den Fähigkeiten, die sie dabei haben, um herzuspielen, aber es wirkt alles so reingewirbelt, ohne einen roten Faden bei der Grundgeschichte zu haben, was unter anderem auch daran liegt, dass man einfach vier Hauptfiguren einer Familie hat, und innerhalb von 93 Minuten jede einzelne Geschichte wirklich zu verfolgen, ist dann auch ein bisschen diffus und für das Publikum entweder zu viel oder zu langweilig oder für die Kleinen einfach gar nicht nachvollziehbar, weil einfach dann wieder zu viel auf der großen Leinwand passiert, wo man sich dann grundsätzlich die Frage stellt, was ist denn dann die Zielgruppe von so einem Animationsfilm, der vielleicht nicht lustig genug ist für die Erwachsenen, zu vorhersehbar für die, die wirklich gute Filme sehen wollen, und zu abenteuerhaft und zu aufgedreht und zu viel los für die Kleinen, die das vielleicht noch gar nicht richtig fassen und ertragen können auf der großen Leinwand. Die Musik bei dem Film unterstreicht das ein bisschen. In manchen Momenten ist sie einfach zu drüber, zu aufgebläht, zu viel dem Publikum sagen, was sie empfinden sollen. Für meinen Geschmack sollte das immer unterstreichen sein, aber sich auch oft dezent im Hintergrund zurückhalten. Nur manche Genres erlauben das hin und wieder stärker. Kostüm und Make-up, klar, wir spielen hier mit diesem Monster-Image, und die Familie
Familie wünscht, man die verzaubert wird. Da gibt es dann einige Möglichkeiten, damit zu hantieren. Ist okay an dieser Stelle, wie auch eben der Gesamtlook, was die Effekte angeht. Aber wenn man mich am Ende fragt bei Happy Family, was finde ich gut? Es ist vielleicht für die ganz kleinen okayes Kino, wo ich sagen würde, okay, deshalb 0 Jahren freigegeben. Vielleicht irgendwo zwischen 5 und 10 mag wahrscheinlich die Hauptzielgruppe liegen. Und die Figuren sind von ihrer Grundanlage wirklich süß in der Familie Wünschmann. Wir haben irgendwie diese Tochter, die einfach in der Pubertät im Grunde nur glücklich sein will. Wir haben den Sohn, der in der Schule gehänselt wird, obwohl er wahnsinnig intelligent ist und im Grunde mit dem Thema Angst und was ist, wenn er auf einmal als Werwolf Angst verbreiten kann, umgehen kann. Und so bekommt jeder ein Stück weit eine Fähigkeit, die ein großer Kontrast ist zu dem, was sie vorher konnte und kann deswegen erspüren oder hinterfragen, ob sie deswegen unglücklich war, weil sie das vorher nicht konnte. Und es geht natürlich, wie der Titel sagt, in Happy Family um Glück, um Liebe, um Familie und ein Fluch, der gebrochen werden soll. Aber wenn man erst einmal die Grundgeschichte sehr früh erfasst hat, gibt sich einem das Ende schon relativ schnell im Kopf und da wird man auch recht behalten. Und so gibt es eben eine große Armada von Dingen, die ich eher nicht so gut finde. Zum Beispiel eben, dass der Film so sehr vorhersehbar ist. Das muss nicht immer zwangsläufig so sein, auch wenn wir uns bei Animationsfilmen natürlich in einem Familiengenre befinden und wir immer wissen, in welche Richtung ein Film oft gehen soll, kann man auch da immer kleine Überraschungselemente einbauen. Der Film ist aber selber aufgrund der vielen Handlungen, Handlungsorte und Figuren relativ sprunghaft und dann manchmal zu zusammenhangslos. Es sind einfach zu viele Figuren, die man versucht, alle gleichberechtigt zu erzählen, ist leider nicht wirklich witzig. Und hier kann man bei der deutschen Produktion jetzt auch nicht sagen, dass wir da einen Synchroverlust hätten und Transport von einer anderen Sprache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach nur 24 Stunden Schauen von Happy Family hat man das Gefühl, den Film schon sehr schnell wieder zu vergessen und kann einfach am Ende mit der großen Konkurrenz der großen internationalen Studios nicht mithalten. Das ist immer das Problem. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Nachteil, national zu produzieren, nicht die Budgets zu haben. Auf der anderen Seite kostet die Kinokarte den einfachen Kinogänger genauso viel wie bei anderen Filmen und deswegen muss man den Vergleich am Ende auch anstellen dürfen. Also eher schwierig und für ihr sehr junges Publikum gedacht, bekommt Happy Family von mir als Animationsfilm 4,5 von 10 möglichen Punkten und insgesamt nur 3,5 von 10 möglichen Punkten. Ab heute läuft er in den deutschen Kinos und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.